Zinnoberinsel, die feurige Stadt brennender Begierde. Hallo, der Vulkanausbruch ist jetzt ein Jahr her. Okay, deswegen ist da oben auch wieder Wasser drin. Pyro, der Arenaleiter auf der Zinnoberinsel, lebt in einer Höhle auf den Seeschauminseln. Guten Tag. Oh, guck mal, wie schnell ich bin. So, dann gehen wir mal hier rum. Das haben die nur gemacht, damit man nicht mehr schummeln kann. Alle Schweinepriester hier. Moin. Ist das eigentlich noch komplett die gleiche Engine da bei Pokémon? Ich meine ja. Kommt hin, oder? Ein wildes Tentacher. Los, Höfels. Mach es fertig. Hau es um. Zerfletsch es mit deinen Flügeln. Recht so. Okay. Das sind schon wieder Trainer. Wir wollen einfach mal diesen Trainer hier auch zerstören. Warum mache ich das eigentlich? Warum gehe ich nicht einfach durch und sage, ist vorbei? Ich will nicht gegen dich. Weißt du was? Das mache ich jetzt auch. So. Ich zerfletsche jetzt dieses Tentacher hier. Und dann mache ich hier einen auf Splinter Cell. Ja, ja. Tentacher weggehauen. Ja, das ist mir schon mal passiert. Er hat mich nicht gesehen. Und kaum bin ich da weg, kommt schon gleich der nächste. Moin. Ein Tentacher. Tach. Tentacher. Jetzt weiß ich, woher das kommt. Das könnte theoretisch auch Ten Moiner heißen. Ten Moiner. Das ist ein Ten Moiner. Tach. Ten Moiner. Ja, das finde ich jetzt super, ne? Merkt ihr. Kann mich darüber göttlich amüsieren. Schon gleich der nächste Kampf. Ein weiteres Ten Moiner. Ja, komm her. Los, Flügelschlag. Jawohl, Kanne. Hier drauf. Bum, bum, bum. Geh kaputt, du Vieh. Ich finde das so schön, wenn man so zwischen so... Was sind das überhaupt, diese Begrenzungspfeiler da? Das habe ich nie verstanden. Was ist das? Und woraus bestehen die? Sind das so Flöcke, die da reingesetzt haben? Solche Säulen oder was? Ach, guck mal, ein Erstaunen. Haben sie auch alles zugemacht hier. Kein Arktos mehr drin. Was steht auf diesem Schild? Arena der Zinnoberinsel, Leitung Pyro. Warum hat er vorher gefragt, was auf diesem Schild steht? Warum tut dieser Mann das? Ich sehe keinen Sinn darin. Mütze. Was soll da schon groß draufstehen? Meine Güte. So. Stohwasser hält schon ein rosa Band. Ja, das wechsle ich. So, jetzt kriegt Stohwasser einen EP-Teiler. Ich habe nämlich noch ganz große Sachen hier in diesem Spiel vor, das wisst ihr mittlerweile schon. Ein paar Dinge müssen neu erledigt werden. Und der erste davon ist Pyro. Wow, meine Arena auf der Zinnoberinsel ist abgebrannt und meine Feuer-Pokémon und ich sind wegen des Vulkanausbruchs obdachlos. Wow, aber ich führe meine Tätigkeit als Arenaleiter in dieser Höhle weiter aus. Wenn du mich besiegst, bekommst du einen Orden. Es wäre besser, du hast Feuerheiler. Ich habe mittlerweile einen richtig geilen Bart und sehe aus wie der Böse bei Mega Man. Los, Mac Cargo. Oder, ja, so eine Mischung aus dem Bösen bei Mega Man und dem Bösen bei Sonic. So ein... Wie nennt man das? Dr. Wildman. Oder Dr. Eggly oder irgendwie sowas. Oder Robotly. Wildnick. Ja, irgendwie sowas. Los, Stohwasser, du kriegst mehr Erfahrungspunkte. Ja, das finde ich super. Das haben sie beim neuen Pokémon so gemacht, dass diejenigen, die noch schwächer sind, aus solchen Kämpfen mehr Erfahrung bekommen. Macht meiner Meinung nach auch Sinn. Je größer der Gegner, desto größer die Erfahrung, die man aus einem Kampf mit einem solchen Gegner ziehen kann. Nicht immer gleich. Das muss alles angeglichen werden. Moin. Und Magma ist jetzt auch kaputt. Ja, schön.
Ja, Victorinox ist ein richtiger Boy, der kann das eben. Der ist stark. Leiter Pyro setzt Galoppo ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Können wir so zum Spaß Petersilie einsetzen. Wir gucken, ob das klappt. Ja, müsste eigentlich. Naja, los, Surfer. Surfing! Ja, komm! Den Rest kriegst du auch noch hin. So, Attacke ist sehr effektiv. Peng. Und Victorinox erhält Erfahrung. Yay! Wir haben gewonnen! Gut gemacht! Ich bin ausgebrannt! Nimm den Vulkanorden! Mütze erhält Vulkanorden. Diesmal habe ich verloren, aber beim nächsten Mal werde ich gewinnen. Ich werde meine Arena auf der Zinnoberinsel wieder aufbauen. Und dann wirst du erneut gegen mich antreten. Obwohl ich auf übelste Weise den Air rolle. Jawohl! Huh, ist schon vorüber? Oh, sorry, Kumpel. Die Arena auf der Zinnoberinsel existiert nicht mehr und ich wusste nicht, wo du steckst. Aber egal, du bist auch ohne meinen Ratschlag zurechtgekommen. Ich wusste, du würdest gewinnen. Ist das wieder dir zum Brillenheini? Ja. Du brauchst sowieso gar nicht mit mir reden. Ich krieg das auch ohne dich hin. So, wo gehen wir jetzt mal schön hin? Hier, schön Vertania City. Jawohl. Und hier haben wir uns noch nicht angeguckt, was es hier so gibt. Mensch, das müssen wir direkt nachholen. Moin, wer bist du? Ich habe gehört, dass man viele Items im Vertania-Wald findet. Da hast du allerdings recht. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Natürlich. Na, Dicker? Na, ist senkrecht. Nee, ich bin wohl in der Sonne eingeschlafen. Ich hatte diesen Traum von einem Traumado, das meinen Traum fressen wollte. Das war merkwürdig, nicht wahr? Na nun, was ist das? Wo ist diese TM hergekommen? Unheimlich. Hier, du kannst hier ein TM haben. Traumato und Hypno sind sowieso die gruseligsten Pokémon, die es gibt. Wegen denen traue ich mich gar nicht mehr zu schlafen. Aber gar nicht. Habe ich immer Angst, dass so ein scheiß Hypno da an meiner Bettkante steht und meinen Traum frisst. Sowas, wenn sowas in so einem Kettenbrief stehen würde, nicht dieses kleine Mädchen, das neben meinem Bett steht und mich ermordert. Nein, wenn da drin stehen würde, wenn du schläfst, steht da ein Hypno. Ich würde das 100 Mal weiter schicken, glaub mal. Warst du schon auf der Zinnoberinsel? Ja! Es ist gleich die nächste Insel südlich von hier. Ja, da war ich schon. Der Arenaleiter hier ist total cool! Hallo! Er hat zumindest geile Sachen, die er hier verkauft. Kann ich noch was für dich tun? Nein! Nein, 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 nein. Trainerhaus, der Club, in dem Top-Trainer kämpfen. Ja. Die haben nur auf mich gewartet hier. Guten Tag. Willkommen im Trainerhaus, dem neuesten und erlebnisreichsten Ort von Vultania City. Nur Trainer haben hier Zutritt. Du kannst gegen die Besten der Besten antreten. Geh nur die Treppe hinunter. Ich muss nachsitzen. Man hat diesen Ort erbaut, weil so viele Trainer auf ihrem Weg zum Indigo-Plateau hier vorbeikommen. Ich nehme an, du kannst nur dann Champ werden, wenn du viel herumkommst und so viele Kämpfe wie möglich austrägst. Der Champ von Alabastia hat bereits alle großen und kleinen Städte in Kanto. Bla, moin. Hallo, ich höre eine Zanglein auf mit dem Kämpfen. Ich bin schon zu alt dafür. Mütze spielt Call of Duty. Hallo, hier unten werden Übungskämpfe abgehalten. Ich würde liebend gerne sehen, wie Trainer aus Johto kämpfen. Übungskämpfe werden unten in der Übungshalle abgehalten. Auch erfahrenere Trainer können gerne teilnehmen. Bei den Trainingskämpfen gelten keine Regeln oder Vorgaben. Wie bei den Feldkämpfen ist alles erlaubt. Oha. Ja, dann mach ich das mal. Guten Tag. Hi, willkommen in unserer Übungshalle. Einmal pro Tag kannst du gegen einen Trainer kämpfen. Hermann ist heute dein Gegner. Möchtest du kämpfen? Ja, Hermann, dann komm mal ran hier. Grillsaison ist angeläutet. Der sieht ja aus wie ich. Das ist gar nicht Hermann. Ich bin nur hergereist, um gegen dich zu kämpfen. Hermann. Hermann! Das ist auch so ein... Wie viel Scheiß in diesem Part wieder passiert, ne? Meganie, moin! Ach, Level 50, boah! Jetzt schlottern mir ja die Knieschenkel. So. Zack, Plextor. Ja, das hier ist eine ziemlich geile Angelegenheit. Normalerweise... kommen hier, das ist in dieser Edition natürlich nicht möglich. Es gibt ja diese Fähigkeit Geheimgabe. Kennt ihr das? Wer von euch weiß ganz spontan, was Geheimgabe ist? Ja, Victor, du? Geheimgabe ist das, was ich kriege, wenn ich auf dem Schwarzmarkt X-Ray-Augen kaufe. Nein,
Was ist ein Schwarzmarkt? Das ist das gleiche wie ein Schwarzmarkt, nur dass er von Mario gemacht wurde und nicht von Wario. Ja. Nein, Geheimgabe war, wenn man so zwei Game Boy Color gegenüberlegt und die dann mit ihrem Infrarot und dann macht das Piep und jeder kriegt ein Geschenk und all so ein Blödsinn. Wenn du das gemacht hast, dann kämpfst du hier gegen den Trainer, mit dem du das gemacht hast. Das ist schön, ne? Wenn man das zum Beispiel mit seinem Bruder gemacht hat, der nur Pokémon auf Level 100 hat, dann ist man hier total gekniffen, wenn man in den Keller geht. Aber hier dieses Megania, das hat ja auch schon so wieder was drauf. Schaut euch das mal an. Schon allein wegen dieser dämlichen Paralyse. Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen auf unser Glück pokern. Los! Och, Mann! Was ist denn da los? Das macht man nicht. Paralysieren und dann die ganze Zeit Synthese, das ist... Ich glaube, so gegnerische Pokémon, die haben auch gar keine Angriffspunkte. Die dürfen das so oft machen, wie sie wollen. Guck mal, jetzt kommt's schon wieder. Ja! Vor allen Dingen sowas, das schlägt ja auch nie fehl. Das kann man ja immer wieder machen. Ja, das ist die Erdmännchen-Taktik. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und der Lichtschild schwindet. Noch eine Synthese. Wenn ich jetzt treffe, dann ist vorbei. Ja, mein Freund. Das war es jetzt für dich. Hast ziemlich lahm gekämpft. Gebe ich zu. War keine gute Angelegenheit. Aber jetzt bist du kaputt. Tschüss. Mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte das gibt. So gut wie gar nichts. Ja, okay. Tornupto. Da weißt du doch ganz genau, wer dafür prädestiniert ist. Zack. Du kannst nicht gegen mich gewinnen. Das ist einfach ein Ding der logischen Unmöglichkeit. So. Crabhammer. Scheißhammer. If I had a hammer. Noch ein Lied. Damit kannst du nichts gegen mich ausrichten. Hermann. Hermann. Ich krieg zu viel Probleme mit dir heute noch. Du bist auch ein richtiges Sorgenkind teilweise, weißt du das? Ich hab schon mit deiner Mama geredet. Die meinte auch zu mir. Ja, der Hermann, der tritt immer gegen Küchenschränke. Und findet das toll, wenn das Porzellan dann ein bisschen rappelt. Ja, das ist der Hermann. Der Hermann ist ein ganz dreister Kerl. So, Petersilie, moin. Los, Petersilie. Reiß ihm den Arsch auf. Rasierblatt. One hit, please. I do not have encore Bock. Aha. Und er zieht eine Grimasse. Ja, das würde ich aber auch machen. Wenn ich sehen würde, dass ich kurz davor bin, hier den Arsch zuzumachen, würde ich auch erstmal schielen. Mhm. Und den Zunge rausstrecken dabei. Ja, das mache ich. Das ist wie bei Braveheart, wo die ja alle die Ärsche gezeigt haben. Ja, genau so ist es nämlich. Petersilie erhält Erfahrung. Und Stohwasser auch. Hey. Ich habe verloren, Mist. $5000, das ist ja... Kulant ohne Ende. Danke dafür. So, gibt es hier noch ein Haus, das ich nicht kenne? Das hier, guten Tag! Oh, hier ist ja was los. Machst du dir viele Gedanken darüber, wie du deine Pokémon nennen sollst? Das Tauschen von Pokémon macht mehr Spaß, wenn sie Spitznamen haben. Ach, allzu viel Gedanken mache ich mir da nicht. Das sind Habi, ein Habitag. Und Fratzi, ein Radfratz. Ja, ihr seid richtig kreativ, ihr Jungs und Mädels. Das ist absolut der Wahnsinn. Der Wahnsinn. So. Wo gehen wir denn jetzt nochmal hin? Ich wollte doch nie Elke mitnehmen. Mann, Elke kann doch da drin bleiben. Elke ist stark genug. Das ist eine erwachsene Frau. Und die kann auch mal auf der Ersatzbank schlafen. Ne?
Willst du den Arena-Leiter herausfordern? Viel Glück, du wirst es brauchen. Ja, das machen wir aber nicht jetzt. Das machen wir im nächsten Part von Pokémon Silber. Ich freue mich drauf. Bis dann, euer Matt Baron. Bye, bye.